Ja, herzlich willkommen zurück zu Gothic. Und da ich ja beim letzten Mal hier die, in Anführungszeichen, geile Waffe nicht gefunden habe, muss man wahrscheinlich diese Kiste hier aufknacken. Also, schaue ich jetzt erstmal hier, ob da noch irgendwelche wichtigen Personen sind. So, kann man hier was kaufen? Nein, nicht bei dem. Das ist aber nicht so cool. Ich hätte gern einen. Aha. Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Als sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also stör mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Ja. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Okay, was hat er denn da anzubieten? Ein bisschen so Rohstahl, den könnte man wahrscheinlich irgendwie verschmieden selber. Ich habe jetzt 37. Okay, ich muss auf jeden Fall auf die Rüstung sparen, brauche ich 500. Sag mal, kann ich denn hier irgendwas verkaufen von dem Scheiß? Von den Flügeln werde ich jetzt mal welche verkaufen, ein paar. Zumindest. Hey, lass mich mal darüber, ja? Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern kann. Verlass dich. Komm schon. Du bist verlassen. Das ist es. Alter. Im Vergleich zu Gothic 2 oder so ist das Handelssystem schon noch etwas, ich sag mal, hakelig. Aber es geht schon. So. Dann habe ich jetzt zumindest ein bisschen Geld bei mir. Dann kann ich jetzt doch mal mit Lester. Habe ich das eben schon gefragt? Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Ah, ich glaube ja. Ja, ich glaube doch. Und dann... Zeig mir den Weg. Zum Alchemielabor, zu den Lehrern, zum Tempel, zur Schmiede, da bin ich ja gerade. Haupttor sind wir hergekommen. Zum Tempel. Folge mir. Ich würde sagen, dann latsche ich jetzt erstmal mit Lester hier ein bisschen rum. Und werde dann versuchen, da die Quests, falls denn da welche aufkommen sollten, mehrere, die dann noch zu machen. Jetzt bin ich schon an jemanden vorbeigerannt, der einen Namen hatte. Verdammt nochmal. Warte doch! Hier ist der Tempel. Ich werde auf dich warten. Aber wenn du dir zu viel Zeit lässt, dann gehe ich zurück zu Barnamib. Okay, mein Gott, dann beeile ich mich halt. Ach, die Gurus, die kann ich ja noch nicht anreden. Dann schaue ich einfach mal. Nein. Nein. Ich checke hier einfach mal kurz aus, ob da irgendwer mit Namen dabei ist. Außer die Gurus. Verdammt nochmal. Wieso habe ich eigentlich so viel Schaden, ey? Was habe ich in letzter Runde gemacht? Verdammt nochmal, ey. Da! Das passiert mir nicht nochmal. Jetzt raucht er sich erstmal ein. Mann! Erstmal abwarten. Wird nicht zu heiß gegessen, bis gekocht wird. Warum Ende? Haben wir noch einen? Und soweit ich weiß, darf man da nicht rein. Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Ja, genau. Dann nochmal. Okay. Dann war's das mit dem Tempel, aber nur vorerst. Dann werde ich jetzt einfach mal mit Lester hier weitergehen. Schade, dass ich mit dem Kerl da hinten nichts machen konnte. Ich frage mich... Eigentlich dachte ich, der gibt mir an irgendeine Quest, aber so irgendwie noch nicht. Zeig mir den Weg. War nicht besonders schlau. Zu den Lehrern. Folge mir. Okay. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken.
So, dann vielleicht... Was? Aha. Vielleicht kann ich ja da mal hier kurz reinschauen. 17 Lernpunkte. Ich habe immer noch 20 Stärke, alles klar. Ich werde erstmal mich ein bisschen auf Einhänder-Skill spezialisieren und Stärke. Ich schau mal, ob ich da was kriegen kann. Verlass dich auf jemand. Okay, ich versuche mir gerade ein bisschen die Umgebung einzuprägen. Den einen Typ da hinten muss ich noch anquatschen. Ach, verdammt nochmal. Folge mir. Hier unten findest du Baal-Kadar. Er unterrichtet die Novizen. Die Leiter rauf, kommst du zum Übungsplatz der Templer. Ich warte hier auf dich. Wenn du trödelst, dann triffst du mich wieder bei Baal-Namib, am Eingang des Lagers. Okay, aber ganz gut, dass er ihn hier rumführt. Hier kann ich es wieder vergessen, den Typen anzusprechen, ey. Aber vielleicht kann ich da oben ein bisschen Nahkampf-Skills holen, das wäre schon mal gar nicht so doof. Gib ihm. Oh ja. Kannst du mich trainieren? Du willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemandem, der dich unterweist. Das ist gut. Aber ich bin nicht derjenige, den du suchst. Ich opfere meine Zeit nur denen, die dem heiligen Kreis der Templer angehören. Ach, komm. Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Du musst eine Zeit lang als Novize gedient haben, um deinen Glauben an den Schläfer unter Beweis zu stellen. Dann kehre zu mir zurück und ich werde dich unterweisen. Boah, die Waffe, die der hat, ist glaube ich auch wieder irgendeine spezielle Waffe, die nur der Typ hat. So geil. Und ich glaube, dieses System von wegen... Koa Anga hat mit dir geredet? Was hat er gesagt? Was zur Hölle? Er hat gesagt, ich soll wiederkommen, wenn ich Templer bin. Sumpfer habe ich noch nie leiden können. What the fuck? Ja, auf jeden Fall sage ich hier einfach mal die Wahrheit. Was wollt ihr denn, Mann? Er hat gesagt, ich soll wiederkommen, wenn ich Templer bin. Er scheint sehr viel von dir zu halten. Er redet so gut wie nie mit jemandem. Es ist eine große Ehre für dich, dass er dich überhaupt bemerkt hat. Mit mir hat er das letzte Mal vor 2 Monaten geredet. Was zur Hölle? Der Dude, der dann in der gleichen Rüstung rumsteht wie der andere? What the hell? Was will der denn, Mann? Okay, aber der will mir da nichts beibringen. Das heißt... Nee, vergiss es. Das heißt... Alter. Okay, jetzt werde ich mir dann auf eigene Faust nochmal genauer anschauen hier oben. Aber jetzt erstmal wieder zurück zu Lester. Ich werde wohl zu Diego oder sowas gehen müssen, wegen Skill. Alter. Und da muss ich mir eigentlich noch hier auf jeden Fall einmal Schlösser öffnen besorgen. Und schleichen am besten auch. Und Akrobatik, aber das eventuell später. Ja, doch, doch. Zeig mir den Weg. Was haben wir denn hier noch? Alchemielabor. Zum Alchemielabor. Folge mir. Woher weiß ich eigentlich die ganzen Locations, hä? Huh? Zum Tempel, zum Alchemielabor. What the hell? Okay, da vorne ist wieder der Typ. Ich muss ja auf eigene Faust auf jeden Fall auch nochmal durchgehen. Aber jetzt mache ich erstmal den Run mit Lester hier. Wenn du die Leiter raufsteigst, dann kommst du zu Kalom, dem Alchemisten. Hier unten steht Fortuno, der Krauthändler. Ich warte hier auf dich. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Sonst gehe ich wieder zurück. Ach scheiße, ich glaube Kalom ist ein Guru. Das heißt, ich glaube, den kann ich gar nicht anreden. Komm, nicht rauchen jetzt. Warum immer Ende, Mann? Was war los mit euch? Was will der denn? Aha. Lester und der. Tritt näher.
Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. What? Was hast du für mich? Hier, nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Hey, die geben einem 3 davon am Tag umsonst. Und ich kann in irgendeinem Lager, zumindest im neuen Lager, die für 10 wahrscheinlich verkaufen, ne? Okay, erstmal gar nicht so schlecht hier. Will meine tägliche Ration? Nein. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Ich frag mich, ich werde auf jeden Fall mal die, was weiß ich, 50 Stück von dem anderen Dude behalten. Ob ich nicht jemanden finde, eventuell, der, wie gesagt, größere Mengen abnimmt. Okay, ich werde jetzt einfach mal nichts mehr verkaufen. Ich weiß nicht, ob man so Krallen noch brauchen kann. Ich vertick einfach auch noch ein paar so Krallen, Mann. Ich komme da sowieso noch an ganz viele ran, glaube ich. Das heißt, erstmal ein bisschen Cash hier machen. Komm schon. Ich kletter jetzt, glaube ich, trotzdem mal schnell hoch zu dem Typen, aber ich denke, das ist ein Guru und man kann den nicht anquatschen. Zumindest denke ich das. Also haben wir jetzt 181. Zack, hier erstmal schnell. Oh. Nach oben. Okay, wen haben wir da? Was? Du hast doch nichts dagegen, wenn ich da reingehe. Wenn du meinem Meister keinen Respekt entgegenbringst, werde ich dich töten. Okay. Ich werde jetzt mal versuchen, den anzusprechen. Zumindest mal schauen. Was willst du? What the fuck? Okay, das ist ja saugeil. Einer der Händler aus dem alten Lager will einen Rezept von dir haben, das sage ich besser nicht. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Ja, okay, mein Gott. Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Moment mal, ich muss mal kurz schauen. Komm schon. Was willst du? Was willst du? Ich glaube, ich habe die Baals überzeugt. Okay, das mit dem Rest. Möge der Schläfer dich erleuchten. Das mit dem Rezept sage ich mal noch nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie scheiße ist. Hier haben wir schöne Kisten, ey. Ja. Ich muss euch alle noch abziehen, Alter. Das ist ganz wichtig. Wo sind hier die Leiter? Aha. Komm schon. Alter, jetzt hier nicht... Ja... Okay, das war's, ne? Zeig mir den Weg. Zeig mir den Weg. Alchemielabor, Lehrer, Tempel, Schmiede. Alles klar. Dann. Wie bringe ich deinen Meister dazu, mit mir zu reden? Du musst wissen, was er hören will. Nämlich? Pass auf. Wenn wir beide das nächste Mal bei ihm sind, sprichst du mich an. Und wir unterhalten uns ein bisschen. Baal Namib macht sich zurzeit große Sorgen. Weil viele Novizen nicht nur zum Schläfer beten, sondern auch noch zu ihren alten Göttern. Du erzählst mir, dass du den alten Göttern abgeschworen hast und jetzt nur noch den Schläfer anrufst. Daraufhin werde ich dich fragen, was dich dazu bewogen hat. Und du sagst, du hattest eine Vision
in der der Schläfer dich zu sich gerufen hat. Das sollte sein Interesse wecken. Denkst du, du kriegst das hin? Kein Problem. What the hell? Okay. Zeig mir den Weg. Ich werde mal das eben auschecken, ja? Zurück zum Haupttor. Ob wir hier nicht... Alter, willst du mich jetzt verarschen? Du gehst das nicht normal zurück. Zeig mir den Weg. Du bist doch ein Spacko, ey. Das glaube ich ja nicht. Mann, oh Mann, ey. Ich würde eigentlich gerne diese komische Sache jetzt kurz machen, die er gesagt hat. Ich glaube nämlich nicht, dass das irgendwelche Auswirkungen hat hier von wegen Aufnahme anderer Lager. Darum würde ich das gerne noch kurz machen. Dann spricht vielleicht zumindest der erste Guru mit mir. Das wäre ja schon mal gar nicht mal so dumm. Ich glaube, da hinten im Sumpf sind noch irgendwelche Leute, die man ansprechen kann. Und den Typen, der kann man auch irgendwie überzeugen, aber ich weiß es überhaupt nicht mehr. Ah, das sehe ich dann schon noch. Irgendwie werde ich das schon herausfinden, ne? Ich versuche natürlich so weit wie möglich in allen Lagern zu kommen, bevor ich hier mich für eins entscheide. Um da alles zu kriegen. Sag mal, jetzt geh doch hier nicht so lame rum, ey. Ich brauche 500 für die Rüstung, ey. Ich glaube, das ist echt die beste Kleidung überhaupt im ersten Kapitel. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Toll. Aber muss man echt durch die Wildnis mehr streifen und da ein bisschen alles mögliche killen, Goblins, Viecher und so. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Um da noch ein bisschen mehr aufzuleveln und Geld zu kriegen vor allen Dingen. Und auch die bessere Rüstung zu besorgen. Und wenn ich dann stark genug bin, dann kann ich eventuell Slide zusammenschlagen. Dann nochmal kriege ich von dem Amulett nochmal 5 Schutz. Und dann versuche ich mir noch die bestmögliche Waffe im ersten Kapitel zu besorgen. Dann müsste das eigentlich klar gehen. Ah, gut, dich wiederzutreffen. Wie ist es dir ergangen? erzähl mir das. Ich habe den alten Göttern abgeschworen. Ehrlich? Wie kommst du zu dieser Entscheidung? Ich hatte eine Vision. Der Schläfer hat zu mir gesprochen. Was hat er gesagt? Er sagte, geh in das Lager im Sumpf und schließ dich der Bruderschaft an. Du bist ein sehr reicher Mann, Fremder. Der Schläfer belohnt nicht viele auf diese Weise. Der Schläfer hat dich erwählt. Ist es dir wirklich ernst, mit deinem Wunsch uns beizutreten? Ja, nicht sagen. Ja, ich will den Weg des Schläfers beschreiten. Was soll ich jetzt dann tun, ey, verdammt nochmal? Ich werde auf jeden Fall mal, ja, ich will den Weg des Schläfers beschreiten sagen. Aufgrund dessen. Ich werde mich den auf keinen Fall anschließen, aber ich werde das jetzt einfach mal machen. Ja, ich will den Weg des Schläfers beschreiten. Geh zu Kurkalon. Sag ihm, ich schicke ihm einen wahren Anhänger des Glaubens. Okay. Ich glaube, das ist jetzt nicht so geil, wenn ich ihn jetzt direkt darauf anspreche. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich alle Gurus erstmal von mir überzeuge, ja? Als dass ich da mehr Erfahrung oder sowas kriege. Aber ich probiere es jetzt einfach mal kurz aus, den anzuquatschen. Na, hallo? Alter, was ist denn das hier? Muss doch mal da irgendwie hinkommen, Alter. Was meine ich? Ich kenne mich hier null aus. Ey. Da. Ich werde jetzt einfach kurz speichern und den kurz anquatschen, ob da irgendwas geht oder mir das jetzt was gebracht hat. Und wenn das irgendwie so ist, ja, du hast nur einen der Gurus oder so überzeugt, dann scheiß drauf, dann lade ich neu. Aber jetzt schauen wir mal kurz. Na? Was willst du? Unangenehme Stimme, was willst du? Ich glaube, ich habe die Bals überzeugt. Wir sehen uns. Scheiß drauf. Möge der Schläfer dich erleuchten.
Nee, vergiss es dann. Ich quatsch den Erster drauf an. Wenn ich die anderen angequatscht habe, dann sollte das schon klappen, ne? So, jetzt muss ich mir mal kurz hier irgendwie pennen legen. Das wird ja wohl klar gehen. Alter! Ist die Leiter ja so sick, ey. Raus hier! Bla bla. Nee, doch nicht. Dachte, ich mach mich an. Dann ist ja alles gut. Dann habe ich jetzt ein bisschen ihr Leben wieder aufgefüllt, ja. Jetzt renne ich einfach mal da. Hier ist die Schmiede, okay. Jetzt renne ich mal da hinten lang. So, da sollte eigentlich nichts mehr sein. Ich schaue da noch kurz ein bisschen. Ist da noch was? Einfach nur das reinste Brachland, wa? Ich glaube echt, das bringt nichts. Aber ich schaue jetzt trotzdem noch aus Forscherdrang hier kurz. Ja, das wird, da wird nichts sein, auf jeden Fall nicht. Alter Vater. Ja, aber das muss jetzt einfach sein, weil ich einfach irgendwie nicht mehr so viel von dem Spiel weiß und hier auf keinen Fall irgendwas verpassen will. Aber hier mal diese brachen Flecken, ey. In die Richtung, da müssen noch jetzt irgendwelche anderen Leute noch sein. Irgendwie diese Krautbauern oder so eine Scheiße war doch da. Doch, das Lager ist doch echt am coolsten, oder? Also ich meine, das alte Lager finde ich wegen dem Holzring außenrum einfach ziemlich hässlich. Ist zwar schon cool und so, aber mein Gott, das neue Lager. So ein bisschen zusammengestückeltes Ding. Und irgendwie, da ist die Schmiede. Wo sind jetzt diese Krautbauern? Das kann ja gar nicht wahr sein, ey. Wo sind... Oh, 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 oh. Das ist Barrierenschaden. Also, den man dann noch nicht sofort bekommt, aber... Also... Man sich nicht weiter... hinbewegen. Alter. Okay, ich würde sagen, ich renne einfach in der nächsten Folge dann nach links und schau mal, ob ich da weiterkomme. Und würde an dieser Stelle schon wieder sagen, dass die Folge schon wieder vorbei ist. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und sag bis zur nächsten Folge. Ciao.